So, 5 Tage ist der Zenturier noch drin. Dann haben wir nochmal 2 Attentate. Muss aber gucken, bei denen haben wir nämlich zum Beispiel keinen Ruf. Und wenn wir die Mission jetzt machen, dann machst du deinen Ruf oder bei den anderen, die du gerade am Aufbauen bist, kaputt. Ja. Wir machen danach ja wieder eine Davian-Mission, dann ist das wieder gleich. Ja, aber du willst ja mehr Ruf haben als vorher im Endeffekt. Ja, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Aber ich will auch möglichst viele Teile haben. Ja, dann da insgesamt kriegst du so weniger. Weil mehr Ruf ist gleich mehr Teile. Ist okay. Dann machen wir es so. Genau, du hast gesagt. Da kannst du schon 7 Punkte reinpumpen in den Schrott. Ja. Und der Satz ist genau richtig in den Schrott. Ja. Gut, damit haben wir dann. Kann ich dir eigentlich einen Piloten geben, der vielleicht für den Mech besser geeignet ist? Weil der kann nur noch einen Punkt lernen. Wobei, der ist besser mit den Lasern. Ja, ich glaube, das tut sich nicht viel. Ja, der passt schon. Weil Ballistik ist ja das Wichtige. Richtig. So, dann. Ich hoffe, der Mech ist okay für dich. Dann stopp. Ja. Ich meine nämlich den Forza. Denke ich. Vor allem, ich muss mir nochmal anschauen, wie habe ich den Forza überhaupt gebaut. Genau. Ja, passt. Ich vergesse den Scheiß nämlich immer. Also. Blacky, ich hätte dir noch sagen können, was du für eine Waffendinger hast. Die AC-2s, weißt du ja, sind sehr, sehr langreichweitend und die AC-5s sind langreichweitend. Das heißt, du kannst von hinten alles wegsnipern, wenn du willst. Reactor online. Und deine Panzerung ist halt nicht gerade gut. Richtig. Online. Bin gespannt, ob die 3 Tonnen Ammo bei den Jägern reichen. Ja, ich muss. There's a good chance our targets have split up in order to evade us. The more locations on the map are the most likely areas where we'll find them. Für die AK-2s müssen wenig Ammo drin sein. Ja, das stimmt. Many supporters in the area that are more than willing to die for their cause. So, müssen wir natürlich warten. Der Kino ist immer rum. Ich bin noch ein bisschen Baumfäller. Ja, ist okay. Szenerie betrachten. Du hilfst den Leuten bei der Ernte, das ist gut. Okay, Blacky ist da. Oh, ein Hunchback. Positive Identification on primary. Ach, das ist sogar direkt unser Attentatsziel. Ja, perfekt. Ja, toll. Erstmal die PPC in den Grund und Boden hier haben.
Hanspeck hat seinen Schilder verloren. Sehr gut. Also jetzt nicht mehr so gefährlich. Aber hat mich vorher ziemlich zusammengeschossen. Ja, das glaube ich gern. Hanspeck. Was ich gerne mache, ist ein Hanspeck mit lauter den Laser drin. Der Schulter. Jetzt werde ich gerade zusammengeschossen. Du solltest denen auch nicht den Rücken zeigen. Ja, das Problem ist, ich muss irgendwie wieder weg. Jetzt laufe ich genau. Der macht gleich nichts mehr. Aua. Nee, ich meine, der Handspeck macht sowieso nichts mehr. Der hat noch ein Medium und ein Small Laser. Ja, und Blacky wird gerade zusammengeschossen. Gleich mal aus. Oh, mein Schildarm ist weg. Ja, dein Schildarm ist weg. Und wir haben noch ein Target. Oh, das ist nicht gut. Und da ist noch ein Firestar im Hintergrund. Oh, mein anderer Arm ist weg. Das ist nicht so gut. Ich glaube, das ist die Mission, die öfters kommt. Na komm, ich will in die Richtung laufen. Dreh dich doch nicht die ganze Zeit mit. Was ist das jetzt für eine Raketensalve? Ich weiß es nicht. Also ich bin tot. Das ist schlecht. Ich mochte den weg. Bauen. Ich hab nur noch einen bei. Ja, und du bist zu nah dran. Ja, das macht keinen Sinn, den Jäger so zu fahren. Nee. Viel zu wenig Panzerung drin. Ja. Und vor allen Dingen mit dem Burstfire musst du halt näher ran eigentlich. Ja. Das sind keine Sniperwaffen, die Burstfire. Vielleicht kriegt Becky doch den Situieren wieder, wenn er möchte. Ja, klar. Ja, kann er ja schon nehmen, aber dann muss er umbauen, dass du ja vielleicht nur die AK-5 Burstfires drin hast und der Panzer dafür. Ja. Mehr Panzerung ist auf jeden Fall wichtig. Oh, meine Art. Meine Art. 10 Munition ist weg. Ich habe noch 2 Schuss. Sehr subjektiv. Aber immerhin geht mir die Munition aus, bevor ich die Waffe verliere. Das ist auch gut. Das kann das bei meiner Gauss, die kommen mit ihren 6 Tonnen aber öfter irgendwie mit. Ja, klar. Ist logisch. Gauss-Ammo ist halt auch verdammt schwer. Dann schauen wir mal, ob wir das Ziel vielleicht doch noch rauskriegen und dann schnell wegkommen.
Target acquired. Target is in the field, Commander. They're marked on your tactical display. Incoming missile. Okay. Und down. Ja, von beiden Seiten ist ganz schlecht. Down ist auch ganz schlecht. Da ist er. Ein Shadowhawk. Alles klar. Hallo. Hier weg. Da, 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 da. Physik ist halt nicht für alle. Der Trick bei einer Gausswaffe ist halt nicht, wie Munition nichts wiegt. Was hat das denn Munition? Oh, super, ich hab nicht mal mehr eine Waffe. Kann ich irgendwie abbrechen? Ja, es wurde für mich abgebrochen. Alles klar. Physik, nicht im Satz immer unvorliegt. Medi. Ja, ich weiß nicht, wie man mediert. Das ist das Problem. Ich kann gegen Panzer medien. Das war's. Die Frage ist halt, soll ich den vorherigen Autosave einfach laden? Ja, klar. Das ist nämlich einfache Variante. Und die günstigere. Im Sinne von, wir können anschließend noch einen besseren Mech kaufen. Hey, guck mal, wir dürfen nichts behalten von dem Zeug. Es wäre auch nichts Interessantes dabei. Aber wir haben 2,8 Millionen Schaden. Also quasi das ganze Geld. In dem Fall. So, das ist dann wohl. Auto 07. Ist das die Uhrzeit da? Wenn ja, dann haben wir eine Stunde verloren. Schauen wir mal, wo wir da sind. Mit hergestellt. Mit dem Jäger eventuell 2 Med, 2 AK-5, je nach Geschmack, Burstfeuer oder normal, Rest Ammo und Armor. Ja. Das werden wir jetzt auch so machen. Aber Blacky wollte ja Burstfeuer-Kanonen viel mehr. Hey, ich war zum Ausprobieren. Hast du ja. Und dafür, dass du eigentlich nur ein bisschen Papier an Panzerung drauf hattest, bist du lange damit rumgelaufen. Oder halt mit Puls, wenn schon möglich, je nach Tonnage. Ja, wenn wir einen Pulslaser hätten, glaub mir, der wäre schon in Einsatz. Das Abschließen von Quests, blablabla. Achso, Piloten verbessern ihre Waffenfertigkeit, indem sie die Waffen im Kampf einsetzen. Was, wirklich? Das ist ja unglaublich. Schalte bei Nacht einsetzen oder schlechter Sicht auf Nachtsichtung. Oh. Das war... Ich glaube, das war nicht die richtige Stelle zum Speichern. Dann war das... Reactor online. Sensors online. Ich hoffe, das verzeiht das Spiel, dass ich jetzt einfach mittendrin nochmal lade. Bleib in Bewegung. Feinde treffen bewegliche Ziele weniger gut. Habe ich bei meinem Jenner mitbekommen. Die haben nur den Zeta-Torso getroffen. Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Ja, ich muss euch wieder einladen.
Wir haben die Mechs auf jeden Fall wieder. Kommt die Dinger hier raus. Dann kann man da auch Max Panzerung drauf packen. Und in dem Moment könnte man da, glaube ich, noch ein bisschen was dazusetzen. Ja, zwei mehr Munition, ein bisschen Heatsinks würde ich reinpacken. Ja, also in dem Fall die eine Munition, die wir da noch zusätzlich packen könnten. Hallo Markt? Ja, komm, das kann ich gleich nochmal. Wenn du Zeit hast, bräuchte ich nochmal eine Einladung. Ich glaube, die braucht ihr beide nochmal. Mhm. Oh, eine halbe AK-Munition geht natürlich auch. Ich kaufe mal die halbe und eine davon. Hey, to connect to server. Ja. Okay, ich lade also nochmal neu. So, speichern. Einen manuellen bitte.